Hallo YouTube. Ich habe mich seit der letzten Folge schon mal in der Aufnahmepause bin ich schon mal zurück nach Hause gelaufen, weil ich hab mir gedacht, das würde euch nicht so interessieren. Und ja, jetzt spielen wir weiter Let's Play Minecraft Multiplayer. Jetzt sind wir in Folge 4. Und mir tut die Qualität von meinen anderen Videos leid. Ich habe nur in meinem Schnittprogramm habe ich aus Versehen als niedrige Qualität angegeben. Ein Reload werde ich aber wahrscheinlich nicht machen, sondern ich werde die nächsten Videos einfach einer besseren Qualität hochladen. Ja, auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen an YouTube, ja. Und es ist noch Nacht. Ja, aber ich werde trotzdem in die Mine gehen. Ich komme gleich mal mit in die Mine. Und nochmal eine Info. Ich spiele hier mit Specs Pro BD Craft Tech Shop Pack und Specs Pro BD Craft Sound Pack, wie man auch hier so sieht. Music Pack von, also BD Craft Music Pack, BD Craft Sound Pack, Specs Pro BD Craft. Meine ganzen Ja. Packs. Ja, und ich habe jetzt schon mal die Mine, also ich habe mich jetzt schon mal tief runtergegraben, ja. Ja, und Mark Und spielt halt auch auf dem Default Texture Pack. Ich spiele ja alles mit allem von Specs. Weil ich finde das irgendwie besser, die Texturen und so weiter. naja, Also ich mach baue gerade jetzt bitte. erst, ich werde jetzt erstmal die restliche Kohle noch abbauen, ja. Ja, Marc, und da wirst du keine Fackeln draus machen, weil wir müssen jetzt dringend unser ganzes Fleisch kochen, was ich in der letzten Folge gejagt habe. Da fällt mir ein, ich habe wieder vergessen, eine Uhr zu stellen für dann, wenn die Let's Plays zu Ende sind, die Folgen. Ich bin mal kurz weg vom PC, Marc, und da halt du so lange die Leute. Ja, mein Kumpel, der verlässt jetzt halt gerade das Let's Play. Naja. Also ist mir meine Spitzhacke kaputt gegangen und ich werde mir jetzt erstmal eine neue craften. Ja, und ich habe leider immer noch kein Eisen gefunden und das Problem ist jetzt auch, ich habe keine Stöcke mehr. Ja, und ich weiß immer noch nicht, ob es Nacht ist. Ja, so. Also ich bin wieder da, jetzt kann es weitergehen. Ich habe jetzt extra einen Ja, Hacker Lu für die Folgenlänge geholt. hier, Lukas, hast du überhaupt mal ein paar Stöcke oder so? Ja, zwei Stück. Ja, ich brauche mal welche ich brauche nämlich dringend mal wieder eine Spitze. Ach so, ja, ich brauche noch mal ein bisschen Holz und so. Ja. Ich habe noch ein bisschen Holz. Das restliche Leder gehört mir, damit du dich eine Lederkappe draus machen kannst. So, Lederharnisch. Guck hier, ist da viel effektiver als eine blöde Kappe. Ja, das Problem ist gerade so bei uns im Moment, dass uns so der Nachschub fehlt. Welcher Nachschub denn? Ja, Holz und so ganzen Kram. An Essen fehlt jedenfalls nicht. Jedenfalls nicht, wenn Ja, wir aber jetzt reinschieben. ich muss jetzt dringend zulegen, dass ich endlich Eisen finde, damit ich endlich mal Eisen finde, damit ich endlich mir eine Rüstung craften kann. Erst Tools, dann Eimer für eine Farm, dann Rüstung. Alter, du musst bei der Decke ein bisschen höher graben, dass man hier instant runterlaufen kann, ohne sich als den Kopf an der scheiß Decke an, blöden Decke anzuhauen. Ich will sie blubbern. Oh, Redstone. Außen rumgraben. Alter, pass auf, du hast mich gerade gehauen. Wir zufälligerweise PvP an. Klar.
Welche Höhe sind wir eigentlich? Eigentlich müssen wir auf 12 oder 11 die Höhe gehen eigentlich. Ach, die Höhe geht. Ist die Höhe ist auch okay. Soweit ich weiß jedenfalls. Ich glaube 11 ist die oder 12 sind die Höhen, wo man alles findet. Nein. Ach ja, mal, heute die Schrauben für mein Modell angekommen. Ich habe jetzt auch die neuen Reifen angebracht. Sieht richtig cool aus, so mit Verchrom. Ja, Lukas, weißt du, ne, heute so in der Schule. Ja, Lukas, weißt du, so heute in der Schule. Was denn? Ach so, ja, das wollte ich noch hier erzählen. Marc, geh mal aus meinem Bild raus. Geh schon zur Seite. Das wollte ich noch erzählen. Heute in der Schule hatten wir Physikunterricht. Marc, jetzt geh mir aus dem Bild, verdammt. Hatten wir Physikunterricht. Da waren ich und Andi am Gasbrenner. Und dann kam... Und dann haben wir gerade stehen gehabt, weil wir gerade nicht brauchten. Natürlich an, kein Lehrer da. Und dann kamen zwei Mädchen aus unserer Klasse rein. Und genau als die reinkamen, ist die Flamme vom Gasbrenner, der ein ganzes Stück weit weg stand vom Hahn, bis zum Hahn geschossen, wo der Schlauch anscheinend porös war. Anja und ich haben uns die ganze Zeit gewundert, wo dieser komische Gestank herkommt. Ja, das war Gas und da kam dann die Flamme hingeschossen. Und damit haben wir dann einen kleinen Brand verursacht. Da kam dann die Flamme, dann sind wir losgerannt in Physikraum, haben gesagt, Herr Prizke, es brennt. Dann hat er erstmal gegrinst. Dann haben wir gesagt, es brennt wirklich. Und dann ist er schon wieder los und hat geguckt und ist dann war aber schon wieder ausgegangen. Aber man hat eindeutig gesehen, der Schlauch war verbrannt und der Tisch war verbrannt. Der hat die ganze Zeit nach verbrannt gemüffelt. Gerochen. Wie man es nennen will. Scheiße Anzeige. Ja, das... Yay. Ja, Marc, jetzt kannst du was sagen. Ja, das hat er mir heute im Bus erzählt. Ich habe vergessen, meinem Vater zu erzählen, fällt mir so ein. Das wollte ich auch noch machen. Wir brauchen dringend mal Kohle in unserem Haus. Ich verbrenne gerade unsere ganzen Bretter. Ich hole schnell eine neue Spitzhacke. Neue Spitzhacken. Ich weiß nicht, ob ich mal alleine gespielt habe. Meine erste Minecraft-Welt, ich hatte eine ganze Truhe voll Steinspitzhacken. Dann kam ein Creeper und weil sie nicht deckbar waren, musste ich ein paar Mal laufen, bis ich sie in eine neue Truhe verfrachtet hatte. Mach ich noch Fackeln? Natürlich nicht. Ah, und so haben wir schon wieder ein Ei gelegt. Ein tolles Huhn. Wenn das einmal was rauskommen würde. Das tut sie leider nie. Komm her, erstmal was. Ich habe gerade beschäftigt angezeigt. Ich muss mal kurz